Herzlich willkommen bei Motorwoche, heute aus Portugal mit dem neuen Hyundai i10. Im Kleinstwagensegment ist der Hyundai i10 seit Jahren einer der beliebtesten Vertreter. Den i10 gibt es seit 2008. Wir testen in Lissabon die dritte Generation. Optisch wurde der i10 deutlich stylischer. Optional gibt es eine Zweifarbenlackierung und optionale 16 Zoll Felgen. Durch die um 2 cm niedrigere und 2 cm breitere Karosserie steht er deutlich satter auf der Straße. Vor allem der um 4 cm verlängerte Radstand bewirkt einiges. Der Platz im Innenraum sowie das Fahrverhalten verändern sich eindeutig. Das Cockpit wird von einem 8 Zoll Bildschirm dominiert und beinhaltet optional das neue BlueLink-System mit Online-Konnektivität und der Möglichkeit, die Smartphone-App zu nutzen. Der Kofferraum bietet 252 bis 1050 Liter Platz. Unter der Haube gibt es den 1 Liter Dreizylinder mit 67 PS und 96 Newtonmetern und den 1,2 Liter Vierzylinder mit 84 PS und 118 Newtonmetern. Wir haben uns für die größere Maschine entschieden. Dieser erreicht in 12,6 Sekunden die 100 km/h und bei 171 km/h endet der Vortrieb. Den Verbrauch gibt Hyundai mit 4,9 Litern an. Ab dem Sommer wird der 1,0T GDI mit 100 PS in der N-Line angeboten. Preislich wird die dritte Generation etwas teurer als der Vorgänger. Ab 10.990 Euro ist der neue erhältlich. Am 8.2.2020 ist die Händlerpremiere. Wir sind unterwegs auf einer wunderschönen Küstenstraße in Portugal in der Nähe von Lissabon. Der Ort heißt, glaube ich, Cascais. Auf jeden Fall fahren wir den neuen Hyundai i10, der, wie man sagen muss, wirklich schick geworden ist. Und das nicht nur von außen, sondern vor allem auch von innen. Dazu kommen wir aber später. Denn wir haben konnektivitätstechnisch und auch multimediatechnisch hier wirklich richtig zugelegt, was für einen Kleinstwagen auch mega gute Ausstattung ist. Ne? Denn er kann echt in dem Bereich wirklich viel. Aber wie gesagt, dazu später. Wir haben uns entschieden, den großen Motor zu fahren und den aktuell größten Motor, nämlich den 1,2 Liter Vierzylinder mit 84 PS. Es gibt auch noch einen 1 Liter Dreizylinder Motor, der dann 67 PS leistet. Ja, und zukünftig, ich denke mal im Sommer gibt es einen 1 Liter Turbomotor. Dieser leistet dann 100 PS ja. Und wird nur in der N-Line angeboten. Und darauf bin ich eigentlich richtig heiß. Genau. Ist natürlich ein Motor oder beziehungsweise ein Konzept an Kleinstwagen, das wir aus dem Konzern ja so schon kennen. Ja. Und zwar vom Kia Picanto GT-Line. Der hatte quasi denselben Motor oder der hatte denselben Motor, den der i10 N-Line dann wahrscheinlich bekommen wird. Und das hat uns damals richtig Spaß genau, gemacht. Genau, der war echt lustig, spritzig und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der hier in dem Auto natürlich genauso geil passen wird und auch eine Menge Spaß bringen wird. Genau. Kommen wir aber zurück zu dem Auto hier, dem neuen i10, und fangen wir mal mit dem Fahrverhalten an. Und das ist echt erwachsen. Ja, sehr komfortabel vor allem, was auch ein bisschen daran liegt, dass der Radstand um 4 cm länger geworden ist, obwohl die Außenproportionen nur 5 mm, glaube ich, sogar länger geworden sind. Also ja. Sie haben sich kaum verändert und durch den längeren Radstand fährt das Auto nicht wie ein Kleinstwagen, würde ich sagen, ne? Sondern eigentlich eher schon fast Richtung Kompaktklasse. Also von den Proportionen her, was Spurbreite und Radstand angeht, fühlt sich das nicht wie ein Kleinstwagen an. Fährt sehr, sehr erwachsen, wie du schon gesagt hast, sehr komfortabel, aber auch sehr dynamisch. Ne? Dadurch, dass wir den längeren Radstand haben, hat sich das Kurvenverhalten wirklich stark gebessert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Auto auch für längere Fahrten ziemlich gut geeignet ist. Ja. Auch der Motor steuert seinen Teil zum dynamischen Fahrverhalten bei. Wir haben hier 84 PS, wie eben genannt, 118 Newtonmeter und der schafft dann damit 171 km/h. Ist für einen Kleinstwagen schon ganz ordentlich. Von 0 auf 100 braucht er 12,6 Sekunden. Verbrauchstechnisch liegt er laut Hyundai bei 4,9 Litern. Die haben wir nicht ganz geschafft. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir sehr sportlich gefahren sind und hier auch eine kurvige Landstraße haben. Wir sind jetzt bei 6,9 Durchschnittsverbrauch. Ich gehe aber davon aus, dass wir mal auf der Autobahn, wie wir das immer so schön sagen und wie es auch meistens ist, mit 120, 130 Tempomat oder auch mit geringer Gasfußstellung fährt, dass man auf jeden Fall locker unter die 6 Liter kommt, wenn nicht sogar an die 5. Ja. Was mir sehr gut gefällt im Hyundai i10 ist das manuelle Fünfganggetriebe. Das lässt sich wirklich sehr, sehr leicht, sehr, sehr weich schalten und die Gänge flutschen hier wirklich sehr gut rein. Es gibt auch noch ein Fünfgang automatisiertes Getriebe. Genau. Das ist keine richtige Automatik, aber auch keine manuelle Schaltung, denn das Auto schaltet schon von selbst, aber es braucht natürlich sehr lang für die Schaltvorgänge. Es ist ähnlich, wie man das aus den älteren Smarts kennt, diese Automatik aus den älteren Smarts, nur da musste man immer noch manuell sagen, schalte hoch, schalte runter mit Wippen oder über den Hebel bewegen. Das macht der Hyundai i10 dann automatisch. Aber im Endeffekt ist es
ja, keine richtige Wandler, kein richtiges Doppelkupplungsgetriebe, sondern halt einfach eine automatisierte Schaltung. Ja, wir werden gespannt sein, wie sie irgendwann, wenn wir die Möglichkeit haben, die zu fahren, wie das sein wird. Ja. Ich glaube, ich bin nicht so der Freund davon. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Freund davon. Das Wichtigste, was wir aber am Anfang angesprochen haben, meiner Meinung nach, was die Veränderung angeht, ist der Innenraum und den schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns mal gemeinsam den Innenraum des neuen Hyundai i10 an. Und er kommt deutlich hochwertiger, jetzt auch ein bisschen schicker mit zwei verschiedenen Farben im Innenraum. Dieses Wabenmuster, was wir hier überall noch finden. Er sieht wirklich sehr viel hochwertiger aus. Wir haben jetzt ganz neu Fernlichtassistent, einen aktiven Spurhalteassistent, was man in dieser Klasse doch gar nicht so findet. Natürlich haben wir auch einen Tempomat, wir haben Bluetooth-Freisprecheinrichtung, wir haben Apple CarPlay, Android Auto, zusammen mit BlueLink. Und BlueLink, das kennen wir aus dem Kona Hybrid, ist jetzt eine dauerhafte Internetverbindung, mit der wir auch eine App koppeln können. Und dort finden wir unser Fahrzeug wieder. Wir können verschiedene Einstellungen vornehmen. Und natürlich haben wir hier auch Hyundai Live Services, wie zum Beispiel Live-Verkehrsnachrichten. Wir können schauen, wie teuer ist der Sprit gerade bei der nächsten Tankstelle. Und verschiedene andere Funktionen. Auch eine Navigationsfunktion haben wir hier im i10. Wir können auch die Tankstellen hier ganz genau suchen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Implementierung in einem Kleinstfahrzeug, was wir so bis jetzt noch nicht gesehen haben. Optional haben wir auch hier eine Klimaautomatik, Sitzheizung und Lenkradheizung. Also wirklich eine sehr geile Ausstattung für ein kleines Auto. Kommen wir zu den Preisen und der neue Hyundai i10 fängt bei 10.990 Euro an. Dann als Pure mit 67 PS. Wenn man dann doch den Style haben möchte mit der großen Maschine, dann liegt man mit dieser Ausstattung bei 20.350 Euro. Listenpreis. Also fast verdoppelt. Ja, kommen wir zum Fazit. Hyundai hat hier beim i10 meiner Meinung nach genau an den richtigen Enden und Ecken angepackt. Sie haben vor allem den Innenraum und das Multimedia- und Konnektivitätssystem sehr stark verbessert, haben ihn ein bisschen erwachsener gemacht, man hat ein bisschen mehr Platz. Er hat einer der größten Kofferraumvolumen in seiner Klasse, was wirklich beachtlich ist. 1 Liter mehr als der VW Up und ja, ist an sich wirklich ein sehr gutes Auto geworden. Und man muss ja natürlich wieder dazu sagen, dass wir bei jedem Hyundai-Video sagen, was man hier auch nicht vergessen darf, in diesem Preis inbegriffen sind 5 Jahre Garantie. Ohne Kilometerbegrenzung. Ja. Was es für mich wirklich sehr, sehr preis-leistungstechnisch gut macht, weil wenn man das halt runterrechnet, dieser Endpreis auf die 5 Jahre oder auf einen Monat, fährt man wirklich hier sehr günstig Auto ohne Sorgen. Das war unser kleiner Test vom Hyundai i10. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie er euch gefällt, vor allem mit der 2 Farbenlackierung. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen.